So, kann ich jetzt diesen Aufzug benutzen oder geht das nicht? Ah. Yeah, es geht. Oh, wir müssen da wieder hoch. So, ich gucke jetzt noch mal eben was nach. Lege das Netzwerk-Scanner-Holoband in das Institutsterminal. Ja, das wollen wir machen. So, dann wollen wir mal das Holoband laden. Okay, NNN. Da. So, ab in die Anstalt ist abgeschlossen. Sprich mit Vater. Okay, wir sprechen mit Vater. Da kommen wir her. Okay, wir können jetzt also immer rein und raus. Jetzt sollen wir aber erstmal wieder zu Vater. Das heißt, wir müssen hier wieder runter. Also wir müssen zu Sean. Da kann ich mich gar nicht daran gewöhnen, dass das Vater ist. Wir sind eigentlich sein Vater. Ah, Kelloggs Waffe werde ich wahrscheinlich auch wieder wegbringen. Die geht mir schon, ehrlich gesagt, ein bisschen auf den Zeiger. So, wir laufen mit der rum. Komm ich einfach... Sieht einfach geiler aus hier. So, okay, ab zu Vater. Sorry. Sie sind bestimmt stolz auf das. Naja. Wie, noch höher? Okay, da ziehen wir erstmal meine Rüstung wieder an. Ohne die gehe ich ja auch nicht aus dem Haus, ne? Was denkst du, nachdem du das Institut jetzt selbst gesehen hast? Ihr habt die Technologie, die ich mir nie erträumt hätte. Faszinierend. Schön, dass du unsere Leistung zu schätzen weißt. Es war ein langer Weg dahin. All unser Wissen und unsere Ressourcen dienen einem einzigen Ziel, das unser Motto perfekt zusammenfasst. Menschheit. Neu definiert. Leider gibt es keine Fortschritte ohne gelegentliche Rückschläge. So bemerkenswert unsere Sens auch sind, ohne Überwachung können sie gefährlich sein. Der überlegene Geist und Körper des Sens, der sich mit so etwas wie einem freien Willen herumschlägt, kann zu Chaos führen. Naja, das ist schon klar. Wenn Sens intelligent und sich ihrer bewusst sind, haben sie ein Recht auf freien Willen. Willkommen im Film I, Robot. Verhalten auch kommen. Sie sind dennoch unsere Produkte. Wenn du siehst, was ich dir zeigen will, wirst du verstehen, dass wir wissen, was gut für unsere Synths ist. Ein abtrünniger Synth hat die Raider-Bande in Libertalia übernommen. Seine Erinnerungen wurden gelöscht und seine Identität wurde verändert. Er glaubt nun, er sei ein Mann namens Gabriel. Unter seiner Führung haben die Raider viele Unschuldige getötet. Ich habe einen Runner nach Libertalia geschickt.
Schließ dich ihm an und hol den Zünd zurück. Okay. Wir bringen den Zünd nach Hause. Das wäre das Beste für alle. Du solltest gehen. Auch. Viele sind in Gefahr und eine Verzögerung könnte Leben kosten. Triff dich mit dem Runner. Also müsste wir jetzt aus dem Institut wieder raus, oder was? Also kann ich jetzt hier einfach gehen? Jo! Ha! Ich kann einfach ins Institut rein und raus. Das ist ja krass. Dann gehen wir jetzt Sturges erstmal fett, das Holoband. Aber wie weit geht die Story noch? Ich habe mein Ziel eigentlich erreicht. Ich habe Sean gefunden. Hi. Oh, hier ist Sturges. Was gibt's? Hier ist das Holoband, das du mir gegeben hast. Voller Daten des Instituts, hoffe ich. Okay, ich fange gleich mit der Analyse an. Mal sehen, ob ich daraus schlau werde. Was hoffst du zu finden? Was immer das Institut geheim halten möchte. Das ganze gute Zeug darauf wird verschlüsselt sein. Also muss ich zuerst versuchen, die Verschlüsselung zu knacken. Danach muss ich schauen, was dabei ist. Ich habe keine Ahnung, was wir alles von ihrem Zentralrechner runtergeholt haben. Alles klar, so. Abgeschlossen. Haben wir fertig. Oh Gott, so. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt nochmal eben zu Priden. Zu Priden. Geben technische Dokumente ab. Ei. Sei gegrüßt. Ich glaube, dafür gibt es ja Erfahrung, weil ich glaube, die geht ja gar nicht weg, die Quest. Aber ich will wenigstens noch ein bisschen Erfahrung mitnehmen. Das ist schon krass. Jetzt muss ich echt für meinen Sohn. Achtung, beachten Sie, dass sämtliche gefundenen Technologien unmittelbar bei Proctor Quinlan zur Überprüfung eingereicht werden müssen. Oder möchtest du einer Forschung? Der Besitz undokumentierter Technologien wird verfolgt. Ich habe technische Dokumente für dich. Sieht vielversprechend aus. Du hast wirklich Talent dafür. Hier sind die versprochenen Kronkorken. Denk dran, das Commonwealth ist eine fast unbegrenzte Fundgrube dieser technischen Dokumente. Durchsuche jedes Gebäude, das du während deiner Patrouille erkundest, höchst sorgfältig. Du wirst angenehm überrascht sein, was da alles zu finden ist. Okay, es gibt nur Kronkorken, ja, dann kann ich es mir auch beim nächsten Mal sparen. Oh, Nick ist auch wieder da. Das ist doch schon mal gut. So, wir haben eigentlich noch einiges zu tun. Wenn man es jetzt logisch nimmt, haben wir ja hier noch Geh zum toten Briefkasten. Und die ganze Kacke hier. So, ich würde mal sagen, ach so. Ja, wir gehen erstmal hier hin. Jetzt kümmern wir uns jetzt erstmal um die Sachen hier. Bevor wir zum Runner gehen. Das Taffic-Bootshaus werde ich auch noch schaffen. Hundertprozentig. So, Nick. Du bist bereit? Da ist nichts mehr. Oh, fuck. Sonst bin ich gleich tot.
Jetzt schon wieder eine wilde Schießerei im Gange. Da habe ich aber nichts mit zu tun. Ah. Okay, ich habe Erfahrung bekommen, weswegen auch immer. Deswegen auch immer. So, sind wir jetzt auf dem richtigen Weg, ja. Und das Wetter ist mal wieder richtig scheiße. Oh Gott, ich bin gleich tot. Ich bin tot. Ach, das ist doch kacke. Yeah, gestorben. Das ist die Frage, wo sind wir? Okay, zum Betreten verlassen des Instituts kannst du einfach auf der Karte die Schnellreise nutzen. Allerdings nur, solange dir das Institut wohlgesonnen ist. Okay. Das heißt, ich kann auch wieder rausgeschmissen werden. Oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Alter, wo kommt ihr denn alle her? Na klar. Ach, da bricht mir die Haarklammer wieder ab. Das wär's. Das war jetzt aber unfair. Wir müssen da lang. So, und damit wir das jetzt deutlich immer wieder machen müssen, so, speichern. So, wir machen das jetzt mal anders.
kommt das jetzt auf einmal her? Alles klar, das waren ein paar Gunner. Das ist jetzt ein bisschen schlecht gelaufen. Aber wir steigen bald wieder Level auf. So. Und jetzt sind wir voll.